Hallo Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schau mir mal zusammen, Wassermann. Hinter dem Deck die Karte die Welt, Wassermann. Die Karte die Welt spricht über einen Zyklus. Also die Nummer 21, den letzten wichtigen großen Arkanen. Und man spricht über einen Zyklus. Es heißt aber nicht, dass du jetzt schon in einem neuen Zyklus bist, sondern ich würde sagen, du bist gerade noch da. Also du bist noch in diesem alten Zyklus da. Ich würde sogar sagen, diese Karte in dem Fall ist mehr eine Empfehlung hier. Ja, und die Karte sagt dir, du sollst keine Angst haben, mit einem Zyklus abzuschließen. Die Empfehlung ist hier tatsächlich, dass du einen Zyklus abschließt, ja, ohne Angst, dass du vertraust, dass das, was auf dich zukommen wird, immer besser sein wird als das, was du hinter dir verlässt, dass du tatsächlich Situationen loslassen solltest. Und natürlich jetzt, es kommt darauf an, worüber wir jetzt hier für dich, für deine Situation reden. Weil für eine Gruppe kann das über Arbeit reden und für dich vielleicht hat das mit einer familiären Situation zu tun. Also auf jeden Fall, die Empfehlung ist hier deutlich, macht mit diesem Zyklus zu, ja. Einfach einen Zyklus abschließen. Und ja, tatsächlich, das ist ohne Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, sagt die Energie. Interessant. Hinter die Karte die Welt ist die Karte der Mond. Diese Karte kam jetzt gerade bei Sternzeichen Fische. Ich habe hier Sternzeichen Fische tatsächlich sehr stark bei dir. Es kann natürlich auch Krebs sein, Königin der Münzen. Also die Energie ist sehr, sehr deutlich. Die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Du siehst, Skorpion, Fische, Krebs ist bei dir schon zu spüren. Und ich spüre hier einen klaren Zyklus. Ja? Bevor ich das vergesse, Wassermann, auf den Würfeln kam Sternzeichen Zwilling. Zwilling und die Nummer 3. Die Karten, die für dich gekommen sind, ist 3 der Kelchen, 8 der Kelchen, die Nummer 5 der Münzen. Also, Wassermann, es kommen Veränderungen. Es kommen Veränderungen auf dich zu. Du kannst dich drauf verlassen, ja. Also, die Empfehlung tatsächlich ist, dass du erstmal keine Angst hast, dass du vertraust, dass es alles gut gehen wird. Vielleicht in dem Moment mag es sein, dass du das Gefühl hast, es ist kompliziert, oder dass du Angst bekommst oder wie auch immer. Aber das brauchst du alles gar nicht. Es wird alles gut werden, ja. Du musst nur vertrauen und mit dem Strom schwimmen, ja, also nicht gegen den Strom, sondern mit dem Strom, mit der Energie fließen, ja, das macht die Situation viel leichter. Ich spüre hier einfach tatsächlich einen Loslassen, ja, also es ist wirklich so, was ich hier spüre, eine Situation, die ich verlasse, eine bestimmte Situation, eine bestimmte Person, eine bestimmte Gruppe von Menschen sogar. Es kommt drauf an, aber ich verlasse eine bestimmte Situation. Mag sein, dass ich mich allein fühlen werde, dass ich traurig sein werde, dass ich irgendeinen Verlust spüre, aber es gibt keine Veränderung im Leben ohne Schmerz. Sowas gibt es nicht. Das existiert nicht. Ja, alle Veränderungen sind mit Schmerz verbunden. Es gehört sich so. Und das ist auch gut so. Und das ist, was möglicherweise wir hier auch spüren.
eine gewisse Nostalgie, ein Gefühl von Verlust, von Mangel, von ich fühle mich allein und verlassen und so weiter. Ja. Eine ziemlich niedrige Schwingung spüre ich hier, aber es ist wichtig, dass man hier positiv bleiben kann. Ja. Trotz allem, es ist wichtig, dass man positiv bleiben kann. Ich meine jetzt wegen der Energie, ja, damit die Energie im Balance bleibt. Es ist sehr, sehr wichtig. Du musst dir vorstellen, Wassermann, wenn es dir sehr, sehr schlecht geht und du mit deiner Vibration niedrig bleibst, deine Vibration, deine Schwingung niedrig ist, das ist, was du vom Universum noch mehr anziehst. Ja, noch mehr niedrige Schwingung, noch mehr Mangel, noch mehr Verluste, noch mehr Traurigkeit. Das ist der Grund, warum ich dir sage, damit man das auch verstehen kann. Also der Grund, warum man immer sagt, bleibe trotz allem positiv, ist, damit du in eine andere Schwingung kommst und damit du vom Universum eine andere Energie anziehen kannst, ja? Weil sonst bin ich im Mangel, bin ich im Verlust. Das ist genau das, was das Universum mir noch mehr gibt, ja? Ich bekomme noch mehr Mangel, noch mehr Verlust, noch mehr Traurigkeit, weil genau das ist meine Schwingung und das ziehe ich auch vom Universum an. Also von da aus, was ich meine, wichtig ist, positiv zu bleiben, egal wie. Egal wie. Es ist nicht einfach, das weiß ich auch. Die Karte, die Sonne, Wassermann. Wow. So momentan haben wir eine Energie, das ist ja nicht normal. Also, die beste Karte im Tarot hast du hier hinter dem Deck. Die beste Karte im Tarot. Wir reden über Glück, über Reichtum, über Freude, über Gesundheit, über Reichhaltigkeit. Das ist die beste Karte im Tarot, ja. Also, es ist alles gut, tatsächlich. Es ist alles gut. Das musst du dir ständig wiederholen. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ja. Sternzeichen Löwe. Das ist Glück zu Hause. Das ist Freude. Glück zu Hause. Das ist eine starke Energie hier, was du hier eigentlich hast. Ja, Wassermann. Schaue bitte 8 Münzen in der Mitte für deine Legung. 8 Münzen. Vielleicht hast du was Neues angefangen, neue Projekte, eine neue Arbeit, du bist selbstständig, du lernst was Neues, ja, also du bist dabei, was Neues zu lernen oder was Neues zu machen. Deinen Fokus momentan bist du und deine Sachen, das, was du lernen möchtest, das, was du neu anfangen willst und dein Fokus bist du. Ich spüre hier eine Person, die sehr diszipliniert arbeitet, sehr fokussiert ist, sehr konzentriert ist. Eine Person, die sich nicht ablenken lässt. Eine Person, die erstmal alle Chakren auch in Balance haben möchte, bevor irgendwie was anderes anfängt. Ja, ich spüre hier eine Situation von Organisation, von, ja, nochmals, damit man alle Chakren müssen ja im Balance sein. Ich sehe hier eine starke Energie. Das ist eine sehr positive Energie. Spricht sehr positiv für jemand, für eine Person, ja. Schau bitte, weil Sternzeichen Zwilling ist wirklich bei dir zu sehen, ja. Also Zwilling ist hier auf den Würfeln nämlich auch. Und ich spüre hier eine Entscheidung, die jemand hier trifft. Und ich meine, die Legung ist ja für dich, Wassermann, von da aus, ich rede ja für dich. Es mag sein, dass die Cross-Watchers sich auch in Resonanz kommen können, aber ich rede jetzt für dich, Wassermann. Also ich spüre hier eine wichtige Entscheidung, die für dich nicht leicht ist, ja. Und wenn ich dir ehrlich bin, es kann sogar damit zu tun haben, dass du sagst, ich gebe meine Zwillingsflamme den Rücken und ich fokussiere mich weiterhin und mich. Ja, um meine Freiheit. Ich möchte diese Co-Abhängigkeit
loslassen. Und es ist extrem interessant, weil von diesem Orakel kam für dich auch die Karte, lasse deinen Ex-Partner los. Ja, lasse deinen Ex-Partner los. Ja, ist das deine Seelenpartner? Ja, aber ich meine, ist das tatsächlich so wichtig? Ja, also, inwieweit ist das wichtig? Ja, inwieweit tatsächlich ist das wichtig? Das muss sich jeder für sich durch den Kopf gehen lassen. Ist für mich wichtig, dass ich mit meinen Seelenpartnern, Zwillingsflamme, gezwungen jetzt zusammen sein muss? Das ist für mich nicht wichtig. Nein. Wichtig ist das, was ich hier habe. Eine Person, die, obwohl sehr schwer es gehen wird, also wenn man hier diese wichtige Entscheidung trifft, es fällt sehr, sehr schwer, ja. Ich weiß, was das für mich heißt, wenn ich diese Entscheidung treffe. Trotzdem werde ich das machen, weil es ist einfach für mich wichtig, dass ich loslasse, dass ich loslassen lerne. Dass mein Fokus ich bin, nicht meine Zwillingsflamme, nicht mein Seelenpartner, natürlich nicht. Ja, meinem Fokus bin ich. Ich bin für mich wichtig. In erster Linie bin ich für mich wichtig, natürlich. Ja, man kann nicht ständig in einer Co-Abhängigkeit bleiben. So ungefähr, ohne dich kann ich nicht atmen, ohne dich kann ich nicht leben. Das ist ein totaler Quatsch. Die Nummer 5 zeigt sich bei dir oft das. Also die Nummer 5, 5, 5, 5. Ich habe hier viermal die Nummer 5. Ja, viermal die Nummer 5 bedeutet die Karte der Turm in diese Rune. Für dich ist die Rune Hagalatz gekommen. Sprichst du über die Karte der Turm im Tarot? Sternzeichen Wassermann wie du. Element Eis. Oder Wasser. Diese Karte ist unerwartet. Wir reden hier über eine unerwartete Situation, die möglicherweise geschieht in deinem Leben. Nochmals, du erwartest diese Situation nicht, ist abrupt und ja. Ich meine, es ist nicht leicht. Die Karte hier, diese Rune, ist nicht leicht. Spricht auf jeden Fall über Veränderungen. Das ist, was ich auf dem Tisch für dich habe, mit fünfmal die Nummer 5. Vielleicht siehst du diese Nummer auch oft das, die Nummer 5, 5, 5, 5. Spricht ja über Veränderungen, ja. Die Karte sagt dir aber, du sollst das einfach nur so akzeptieren, wie es kommt. Du sollst die Situation einfach so akzeptieren, wie es kommt. Und nicht dagegen kämpfen, sondern akzeptiere es einfach. Es kommt eine Gerechtigkeit hier auf dich zu. Von Osho Zen kam die Karte Durchbruch. Das ist die Karte, die für dich gekommen ist. Die Karte Durchbruch. Also ich spüre hier die Karte der Turm und die Karte der Durchbruch. Also irgendetwas ist ja hier, wie du siehst. Ja, es hat mit dem Universum zu tun, es hat mit einer Situation, die wir nicht erwarten, die irgendwie mit einer göttlichen Intervention zu tun hat. Ja, hinter diesem Durchbruch kam die Karte Leere, die Leere, das ist Nummer, das ist der Hierophant, diese Leere, also etwas geht zu Ende, irgendwie. Etwas geht zu Ende, etwas bricht, damit man wieder was Neues anfangen kann. Dann kommt nach diesem Durchbruch kommt diese Leere. Dieses Nix. Ja. Nach diesem Turm kommt ja die Sonne. Scheint ja die Sonne. Ist deine Energie schlecht? Also ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Augenblick bitte. Wassermann, ich sehe hier, du siehst ja, welche Karten hier, schau mal, ich habe hier. Die Karte, die Liebenden, der Hierophant und der Wagen.
sehe eine wichtige Entscheidung hier, die eine Person treffen muss, weil jemand hier in einer Beziehung ist. Also das Gefühl wäre, ich bin in einer Beziehung und ich muss hier eine wichtige Entscheidung treffen, weil ich möchte einen anderen Weg nehmen. Oder andersrum, oder ich war jetzt in einem Verhältnis, wo diese Person verheiratet ist und ich möchte jetzt hier raus, zum Beispiel. Dass ich sage, ich möchte in diese Dreierbeziehung nicht sein. Ich möchte nicht, keine Liebhaberin sein, ich möchte nicht die dritte Person sein. Ich möchte einfach in diese Situation, in diese toxische Situation nicht mehr zusammen nicht sein. Ich entscheide mich für einen anderen Weg. Ja, ich entscheide mich für einen anderen Weg. Ich sehe hier zwei Personen, die sehr unterschiedlich sind. Ich sehe Menschen, die verschiedene Religionen haben, Kulturen haben. Das Aussehen ist auch sehr, sehr verschieden. Eine Person ist viel größer als die andere. Die eine Person ist, hat hellere Haut, die andere dunkle. Also die Unterschiede hier sind sehr, sehr groß. Das macht natürlich nichts, aber die Energie sagt uns das, erklärt uns das sehr stark, ja. Ich spüre hier nochmals, du siehst ja drei wichtigen großen Arkanen. Die Liebenden, der Hierophant und die Karte der Wagen. Ja, also ich spüre hier, wie gesagt, eine wichtige Entscheidung. Ja. Hauptsächlich spricht man darüber, über eine wichtige Entscheidung. Augenblick nochmals, Wassermann. Hinter dem Deck kommt so eine Rose, eine Blume. Für eine Person bist du sehr wichtig. Sehr interessant, was ich gerade hier habe. Also gerade für Sternzeichen Fische kam die Karte Ass der Münzen plus diese Karte zusammen. Beide Karten zusammen kam bei Sternzeichen Fische gerade auf diese Position. Bei dir kommt eine Position runter, aber beide Karten nochmals zusammen. Das finde ich sehr interessant. Eine Person bereut hier eine Situation. Eine Person denkt, dass für eine bestimmte Situation jetzt zu spät ist. Ja? Also ich zum Beispiel, ich würde gerne mit dir einen ernsten oder festen Kompromiss, aber sehr wahrscheinlich ist das schon zu spät. Eine Person macht hier Veränderungen. Eine Person hinterlässt einen Zyklus. Also jemand lässt einen Zyklus hinter sich. Das ist die Karte der Zyklus. Und du hast gesehen, die Karte der Zyklus haben wir bei dir gehabt. Eine Person ist eine starke Energie bei dir. Schaue hier, die Karte der Liebenden. Und einer Person im Mangel, diese Person ist im Mangel, im Verlust. Diese Person zweifelt aber auch, einer Person zweifelt hier über eine Entscheidung. Ja, einer Person ist hier irgendwie, ist kompliziert, die Energie. Weil schau mal, in der Mitte bei dir kommt diese Karte der Entscheidung, nämlich auch Wassermann. Hier habe ich so viele Karten, die für Entscheidungen redet. Die Karte der Liebenden, die Karte der Entscheidung, die Karte diese hier sogar. Eine Person, die aber zweifelt über eine Entscheidung hier. Jemand bekommt hier ein neues Erwachen. Wir reden über eine Klarheit, Licht, Klarheit. Alles spricht darüber hier. Über Licht, über Klarheit, ein neues Erwachen. Ich bekomme Licht und Klarheit. Ich kann mich jetzt erinnern. Ich bekomme Erinnerungen. Schau mal, achte Kerlchen, jemand mit Nostalgie. Eine Person in Nostalgie. Ja.
in Erinnerungen nochmals. Wow. Wow, 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 was für eine Energie. Schau mal, jemand hier hat was versteckt. Eine Person war hier nicht ehrlich. Eine Person war hier irgendwie nicht, ja, hat man hier was, war nicht ehrlich, vielleicht sogar keine, die Wahrheit nicht gesagt, ja. Und eine andere Person möchte hier nicht verletzt werden. Jemand möchte nicht verletzt werden und schaue bitte, was haben die Karten, die jetzt gekommen sind von mir für dich, ja? Ich sehe hier eine Person, hier sieht man eine Person, egal ob Mann oder Frau, vielleicht gibt es die Beschreibung von einer Person hier, du siehst eine andere Nationalität. Dann kommt das Wort frei. Das Wort frei und eine Person, die eine Reise macht. Diese Person macht eine Reise. Du siehst einen Schiff, Wasser, ja. Dann kommt noch so eine Person. Ich spüre hier diese starke Anziehung, aber du siehst ja noch eine Person und eine Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft. Ja, also die Energie ist nicht leicht. Ich meine, wir haben ja die Karte der Turm, wir haben ja die Karte der Durchbruch, wir haben ja Karten, die natürlich und ja, über Veränderungen redet. Hauptsächlich reden wir hier über Veränderungen. Und wie du vorher gesehen hast, also die Empfehlung ist, dass du mit diesen Veränderungen fließt, ja, dass du nicht gegen den Strom schwimmst, sondern mit dem Strom schwimmst, ja. Also das ist die Empfehlung hier, dass du keine Angst brauchen sollst und dass du, weil es kommt hier irgend, du siehst eine wichtige Entscheidung. Eine wichtige Entscheidung, weil irgendwie eine Person bekommt hier Klarheit, Licht, ein neues Erwachen und eine Person trifft hier eine Entscheidung. Ich spüre eine Person, die bis jetzt vielleicht gezweifelt hat, eine Person trifft eine komplizierte Entscheidung, denn bekommt Licht und Klarheit in einer Situation. Die Nummer 5 der Münzen deutet auf Veränderungen, Wassermann. Überall reden wir darüber bei dir. Ja, überall. Und wie gesagt, 5-mal die Nummer 5 oder 4-mal die Nummer 5. Die Karte, die Welt. Ja. Spricht auch über diese Reise, die wir hier haben. Ja. Über diese Reise. Das Wort frei ist hier. Eine Person bekommt ein neues Erwachen. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade am Nachdenken. Wassermann. Ja? Eine Person bekommt hier ein neues Erwachen. Es kommen Veränderungen. Wassermann, ja, also so wie die Energie spricht, es kommen hier Veränderungen. Sogar, dass eine Person sagt, ich lasse los oder ich lasse eine Situation los, ich befreie mich von einer bestimmten Situation, und denn ich habe hier Erinnerungen und ich bekomme hier ein neues Erwachen. So eine Situation gibt es hier. So eine Situation gibt es hier.
dass eine Person eine Situation bereut. Ich bin am Denken jetzt, Wassermann, aber ich sehe hier, wie gesagt, eine neue Situation, ja. Also hier kommt Licht und Klarheit in diese Situation, weil nochmals, die Karte der Durchbruch ist ja da. Das ist die Karte der Durchbruch. Ja, und die Rune, der Turm. Also irgendwie, erwarte Veränderungen, Wassermann. Also Wassermann, ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir frohe Ostertage, ja? Genau, frohe Ostenfest und bis bald. Dankeschön, Wassermann. Tschüss.